Hey Leute, ich bin's, Mac Paverick. In dieser Anleitung zeige ich euch, wie ihr bei Google Maps Kartenmaterial importieren könnt. Das Kartenmaterial kann auch von einem anderen Navigationssystem stammen. Das ist dann meistens eine GPX-Datei und ich zeige euch, wie ihr eine solche GPX-Datei hier importieren könnt bei Google Maps. Um das Ganze zu machen, müsst ihr erstmal auf google.com/maps gehen und euch da mit eurem Google-Konto anmelden. Ich habe das bereits hier gemacht. Den Link, ja, den ich eben erwähnt habe, schreibe ich euch aber auch nochmal unten im Beschreibungskasten rein. Da könnt ihr ihn einmal rausnehmen. So, und dann, um jetzt Kartenmaterial zu erstellen, brauchen wir natürlich erstmal diese GPX-Datei. Ich habe die mit Google Maps selber erstellt. Wie das geht, dazu komme ich am Ende des Videos nochmal. Aber wie gesagt, ihr könnt ja auch bestehendes Kartenmaterial nehmen. So, wir gehen jetzt hier auf Neue Karte erstellen. Jetzt hätten wir hier die Möglichkeit, eine Karte zu erstellen oder eben hier diese zu importieren. Und wir wollen ja importieren, also drücke ich da einmal drauf und jetzt lade ich dieses Kartenmaterial, welches mir zur Verfügung steht, einmal ja, hier rein. Da ist die Datei. Ich muss also das Ganze auf meinem Computer gespeichert haben oder in der Google Cloud und dann kann ich das hier entsprechend hochladen. Jetzt wird das hochgeladen und hier könnt ihr einmal das Kartenmaterial sehen, welches ich ja, als GPX-Datei erstellt hatte und jetzt ist es hier hochgeladen. Ja, so funktioniert das Ganze. Wie man jetzt ja, solche Dateien oder Karten erstellen kann und dann hier aus Google exportieren kann, um es dann wieder bei anderen Navigationsgeräten zu importieren. Dazu komme ich in diesem Video, was ich euch an dieser Stelle verlinkt habe. Schaut es euch gerne an. Ich hoffe, das war informativ. Wenn ja, Daumen nach oben. Bis dann, euer MacPaverick.